Liebe Genossinnen und Genossen, ja, leider ist das Video jetzt vorzeitig abgebrochen, aber das, was ihr zumindest sehen konntet, war ja vielleicht schon mal ein kleiner Eindruck davon, wie vielfältig, wie fundiert und auch wie konsequent unsere Arbeit im Bundestag ist. Und so werden wir auch mit euch gemeinsam in den Wahlkampf ziehen. Und ich kann euch sagen, liebe Genossinnen und Genossen, im Bundestag, da legen wir uns jeden Tag mit der herrschenden Politik an und damit auch mit den Reichen und Mächtigen in diesem Land. Dazu braucht es, ja. Dazu braucht es Rückgrat und es braucht die feste Überzeugung, dass unsere Positionen das Leben der meisten Menschen in diesem Land verbessern würden. Ja, vor uns zittern Leute wie die Maskenbetrüger, die Steuerabzocker und alle, die sich mit Rüstungsdeals eine goldene Nase verdienen wollen. Aber konkret verbessern würde sich nach unseren Plänen das Leben für die meisten Rentnerinnen und Rentner, für die Krankenpflegerinnen, für den Paketboten, für die Studierenden, für die Mieterinnen und Mieter und für alle, die seit Jahren durchs Raster fallen, wie zum Beispiel Menschen mit Behinderung, Geflüchtete oder obdachlose Menschen. Und es macht mich wirklich, das möchte ich einmal sagen, es macht mich stolz, wenn ich sehe, wie entschlossen und wie geeint meine Fraktion für all diese Menschen kämpft. Ich werde jeden Tag im Bundestag daran erinnert, warum ich Mitglied unserer Partei bin. Ich bin damals eingetreten, weil ich den in Stein gemeißelten Glaubenssatz der Bundesregierung der letzten Jahrzehnte aufs tiefstem Herzen ablehne. Der Glaubenssatz, der besagt, wer im Leben nicht genug Geld hat, wer keine Arbeit findet, wer durch unser löchriges Bildungssystem fliegt, wer im Alter arm ist, der hat sich wohl einfach nicht genug angestrengt. Und ich weiß, dass wir das alle gemeinsam genauso sehen. Wir alle sagen, das ist ein vollkommen falsches Menschenbild. Und nur wir haben den konsequenten Gegenentwurf dazu, nämlich Solidarität. Wir alle, liebe Genossinnen und Genossen, wir sind überzeugt, dass nur eine solidarische Gesellschaft allen Menschen gerecht wird. Menschenrechte, die sind unteilbar. Und darum kämpfen wir für deutlich höhere Löhne, denn es muss doch Schluss damit sein, dass so viele Menschen in unserem Land arm sind, trotz Arbeit. Wir kämpfen für eine Rente, die vor Armut schützt und die auch den Lebensstandard sichert, und zwar für alle Rentnerinnen und Rentner. Wir kämpfen für echte Absicherung bei Arbeitslosigkeit, für gute Gesundheitsversorgung und gute Bildung für alle, unabhängig vom Geldbeutel. Wir wollen auch ein gerechtes Steuersystem, das die Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen entlastet und dafür endlich die Superreichen zur Kasse bittet. Denn es muss Schluss damit sein, Schluss damit mit dem Kaputtsparen von Schulen, von Krankenhäusern. Die Kommunen, die brauchen ausreichend Geld für Schwimmbäder, Jugendclubs, Begegnungsstätten, für Kunst und Kultur. Und wie sagte es unser erster parlamentarischer Geschäftsführer Jan Korte, ich glaube gerade gestern so treffend, wir sind die Robin Hood-Partei. Wir kämpfen dafür, dass sich Leistung, echte Leistung, endlich wieder lohnt. Denn echte Leistung, die bringen nicht Immobilienspekulanten, Aktionäre oder Konzernerben. Nein, die bringen all jene, die unser Land, die den Laden hier am Laufen halten, die morgens zur Arbeit gehen, die Angestellten, die Arbeiterinnen und Arbeiter und auch all diejenigen, die sich jeden Tag aufopfern, um Angehörige zu pflegen, ihre Kinder zu versorgen, die sich in sozialen Projekten engagieren. Das sind für uns die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Und es ist höchste Zeit, dass es statt Applaus endlich für alle gutes Gehalt und gute Arbeitsbedingungen gibt, dass es endlich Unterstützung gibt für die wichtigen Aufgaben unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel die Care-Arbeit, und dass die ständigen Demütigungen und die leeren Versprechungen endlich aufhören. Und wenn wir diese Themen wieder und wieder im Bundestag auflegen, dann könnt ihr mir glauben, dass wir uns damit jetzt nicht täglich neue Freunde machen. Denn alle anderen demokratischen Parteien, die waren schon einmal in Regierungsverantwortung und die haben die Chance nicht genutzt,
das Land sozialer und gerechter zu machen. Im Gegenteil. Und das betrifft nicht nur historische Verfehlungen wie die Agenda 2010, das betrifft auch zum Beispiel unsere Forderung nach einer Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Das hat die Linke in dieser Wahlperiode wieder und wieder abstimmen lassen. Und wer hat außer uns zugestimmt? Niemand. Keine andere Partei. Ich meine, von Union und FDP erwartet man sowas ja auch nicht. Und ich meine, von der rechtsextremen, menschenfeindlichen AfD erst recht nicht. Ich meine, wir wissen ja alle, dass die mit Sozialpolitik nun wirklich nichts am Hut haben. Aber auch, das muss man sagen, die SPD und die Grünen, die haben nicht zugestimmt. Na ja, gut, die beiden haben sich jetzt unsere Forderung nach 12 Euro Mindestlohn in ihr Wahlprogramm abgeschrieben, besser spät als nie. Und es war ja auch schon in der Schule so, wenn man von denen abschreibt, die Ahnung haben, dann kann das auch hilfreich sein. Es war jetzt übrigens kein Tipp für die Schülerinnen und Schüler, die zuschauen. Aber die Frage ist doch, wie glaubwürdig ist denn das, wenn die SPD und die Grünen sich das ins Wahlprogramm schreiben, aber bereit sind, mit CDU und FDP zu koalieren? Zwei Parteien, die glasklar sagen, das gibt es mit uns nicht. Nein. Einen höheren Mindestlohn, den gibt es nur mit der Linken, Genossinnen und Genossen. Und 12 Euro, das ist übrigens nicht mehr zeitgemäß, denn wenn Lebenshaltungskosten steigen, dann müssen auch die Löhne steigen. Das ist zumindest unsere Devise. Aber wo ich schon mal dabei bin zu kritisieren, dann möchte ich doch auch jemanden kritisieren, der das wirklich ganz besonders verdient hat. Unseren Gesundheitsminister Jens Spahn. Also seine Verfehlungen und falschen Ankündigungen hier aufzuzählen, das würde jetzt meine Redezeit wirklich sprengen. Deshalb nur ein Gedanke zum Thema Maskendeals und dazu, dass bei den Testzentren das Steuergeld teilweise einfach zum Fenster rausgeworfen worden ist, ohne dass diese Testzentren irgendeinen Leistungsnachweis erbringen mussten. Ich meine, wie kann es denn sein? Wie kann es sein, dass dieselbe Bundesregierung, die jeden Tag zulässt, dass Millionen Menschen auf den Ämtern gedemütigt werden, die zulässt, dass Kontrolleure in die Wohnung gehen und im Badezimmer die Zahnbürsten zählen, wenn man Hartz IV beantragt? Wie kann es sein, dass die auf der anderen Seite das Geld mit beiden Händen rauswerfen, ohne jede Prüfung? Das darf doch wirklich nicht wahr sein. Und die Demütigung, das möchte ich mal ganz klar sagen, die betrifft ja nicht nur die Menschen in Hartz IV. Nein, es betrifft ja jeden und jede, der Hilfe braucht. Und jeder, der zum Beispiel schon einmal versucht hat, für die schwerkranken Eltern zum Beispiel eine Pflegestufe zu beantragen, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. An so vielen Stellen wird geknausert, verweigert, erschwert. Auch bei den Corona-Hilfen für Selbstständige und für kleine Unternehmen. Kiloweise Unterlagen mussten da ausgefüllt werden. Auf die Zahlungen müssen viele bis heute warten. Und während die Bundesregierung, die die Kinder und Jugendlichen in dieser Pandemie wirklich weitgehend allein gelassen hat, die zugeschaut hat, dass so viele abgehängt wurden, während diese Bundesregierung sich jetzt für ein 2-Milliarden-Hilfspaket für Kinder und Jugendliche feiert, hat sie still und heimlich im Konjunkturprogramm 10 Milliarden Euro für Krieg und Aufrüstung ausgegeben. Das ist das Fünffache wie für die Kinder. Das ist wirklich ein Skandal. Und das sagen wir auch genauso deutlich im Deutschen Bundestag. Und ich möchte das einmal an einem Beispiel etwas plastischer machen, was das eigentlich bedeutet. Diese großen Summen, die sind ja auch gar nicht so gut vorstellbar. Bei mir in Oldenburg hat letztes Jahr eine Kita aufgemacht für 100 Kinder. Und die hat ungefähr 4 Millionen Euro gekostet. Und das heißt, dass für die 10 Milliarden, die fürs Militär ausgegeben worden sind, dass man dafür, für dieses Geld, hätte man 2.500 Kindertagesstätten bauen können für 250.000 Kinder. Also das sagt doch wirklich alles. Und ja, das ist ein Skandal. Und ich bin wirklich froh, dass du, lieber Dietmar, dass du das fast bei all deinen Reden thematisierst. Und dein Herz für Kinder, das ist wirklich weit über die Grenzen unserer Fraktion bekannt. Und das ist gut so. Und auch beim Klimaschutz. Auch beim Klimaschutz, da bleiben wir uns treu. Und darum sagen wir zum Beispiel auch, dass das Erneuerbare Energiengesetz von CDU und SPD, dass das sowohl in sozialer als auch in klimapolitischer Hinsicht ein echter Rohrkrepierer ist. Für die Konzerne gibt es wieder Ausnahmen und Schlupflöcher.
Bezahlen müssen die Mehrkosten am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher mit höheren Strom- und Heizkosten. Heute gleich im Anschluss an meine Rede, ziemlich direkt danach, wird sich ja entscheiden, ob Deutschland noch Chancen hat oder wie gut die Chancen sind, bei der Fußball-Europameisterschaft ins Achtelfinale zu kommen. Das wird spannend werden. Aber eine Sache, die ist leider nicht mehr spannend, denn in einem Bereich sind wir schon trauriger Europameister, nämlich bei den Strompreisen für Verbraucher. Aber das geht so nicht. Das machen wir nicht mit, dass Konzerne sich immer durchmogeln können und die normalen Leute ständig bezahlen müssen. Das ist nämlich weder sozial noch nachhaltig, Genossinnen und Genossen. Und das gilt auch für die Benzinpreise. Ja, ganz klar, wir brauchen die Verkehrswende zum Erreichen der Klimaziele, keine Frage. Aber die erreicht man eben nicht mit höheren Spritpreisen. Denn wegen höherer Spritpreise wird nicht nennenswert weniger Auto gefahren. Denn all diejenigen, die genug Geld haben, die tanken einfach weiter voll. Und all die, die das Auto brauchen, um zur Arbeit zu kommen, ja, die müssen eben auch ganz normal weiter tanken. Mit dem Unterschied aber, dass es jetzt für Sie jeden Monat teurer und teurer wird. Und all denen, die jetzt sagen, ach, das klären wir über eine höhere Pendlerpauschale, das klären wir über irgendein Bürgergeld, denen möchte ich sagen, dass sie offenbar absolut keine Vorstellung davon haben, mit wie wenig Geld Millionen Menschen in unserem Land auskommen müssen. Viele verdienen so wenig, dass sie gar keine Steuern zahlen. Da nützt die Pendlerpauschale nichts. Und wer ernsthaft glaubt, dass Familien, die zum Ende des Monats hin Sorgen darüber machen müssen, wie sie noch genug Essen auf den Tisch kriegen, für die das ein Kraftakt ist, mal ein paar neue Winterstiefel für die Kinder zu organisieren. Wenn man glaubt, dass man diesen Familien mit einem mickrigen Energiegeld, mit einer Einmalzahlung hilft, also dann muss ich sagen, das ist doch einfach weltfremd. Das ist doch einfach weltfremd. Und was ich diesen Leuten sage, ist, gehen Sie bitte mal raus, raus aus Ihrer Blase und sprechen Sie mit den Menschen. Wir tun das und darum wissen wir auch, wovon wir reden, Genossinnen und Genossen. Mit marktwirtschaftlichen und sozial verheerenden Spielereien in den Preisen werden wir die Erderwärmung in den nächsten Jahren nicht bremsen können. Das ist die Wahrheit. Der richtige Weg ist es stattdessen, die Alternativen zu schaffen. Ein konsequenter Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Klimaschonendes Reisen, das muss außerdem deutlich günstiger werden. Wir brauchen viel mehr Güter auf der Schiene und, ganz wichtig, wir müssen die Konzerne verpflichten, klimafreundlicher zu produzieren. Das ist der Schlüssel, Genossinnen und Genossen. Wir treten im Bundestag konsequent dafür ein, dass das Leben für die Menschen nicht teurer und schwieriger, sondern besser wird. Wir kämpfen für einen starken Sozialstaat und gegen Sozialabbau. Aber genau dieser Sozialabbau, der droht nach der Bundestagswahl, wenn es nämlich heißt, dass die Kosten der Corona-Krise jetzt zurückgezahlt werden müssen. Und die Herren Altmaier und Laschet und auch andere aus der Union, die haben ja schon mal blicken lassen, auf wessen Tisch sie sich vorstellen können, die Rechnung für die Kosten der Krise zu legen, nämlich auf den der Rentnerinnen und Rentner. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich unglaublich, was da aus dem Wirtschaftsministerium zu hören war. Ein Berater von Peter Altmaier hat gesagt, ach, das sei ja nur recht und billig, das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre zu erhöhen, denn die Lebenserwartung ist ja gestiegen, da kann man ja auch länger arbeiten. Also, was ist das für eine Unverschämtheit? Für den Dachdecker, für den Altenpfleger, für die Fliesenregerin, für Millionen hart arbeitende Menschen ist das nichts weiter als ein Schlag ins Gesicht. Wo ist da der Respekt für die Lebensleistung dieser Menschen? Das darf nicht wahr sein. Und dieselbe Regierung, die sich weigert, die Steuerschlupflöcher für Amazon und Co. zu stopfen, von Konzernen, die ihr Vermögen während dieser Krise in weitere unermessliche Höhen getrieben haben, die denkt laut darüber nach, den Rentnerinnen und Rentnern in die Tasche zu greifen. Also das sagt doch wirklich alles. Und ich fürchte, dass das erst der Anfang des Sozialabbaus sein wird, den Union und FDP sich vorstellen. Aber mit uns wird es das niemals geben, Genossinnen und Genossen. Und das liegt auch daran, dass wir ganz klar sagen, dass wir niemals in eine Koalition gehen mit CDU und FDP. Das gibt es bei uns nicht.
Und die Parteien, die sich das vorstellen können, die sollen sich doch bitte mal ehrlich machen und erklären, wie sie eine soziale Politik mit CDU und FDP durchsetzen wollen. Daran glaube ich nämlich keine Sekunde. Und wir sind auch die Einzigen, die ein klares Konzept dafür haben, wer stattdessen die Kosten der Krise zahlen soll, nämlich die Multimillionäre und Milliardäre. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den meine Fraktion jetzt in diesem Jahr erreicht hat. Wir haben nämlich ein Gutachten erstellen lassen von dem Institut für Wirtschaftsforschung. Und das hat ausgerechnet, dass man mit einer einmaligen Vermögensabgabe für Privatvermögen über 2 Millionen Euro, für Betriebsvermögen über 5 Millionen Euro, dass man damit Einnahmen in Höhe in einem dreistelligen Milliardenbereich erzielen würde. Belastet würden dadurch gerade mal das reichste 0,7% der Bevölkerung, entlastet würden die anderen. Das ist der richtige Weg. Wir wollen, dass die Superreichen für die Bewältigung der Krise einen gerechten Beitrag leisten und eben nicht die Krankenpflegerin, die Polizistin oder der Lkw-Fahrer, Genossinnen und Genossen. Und wenn es im Bundestag um Außenpolitik geht, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es immer Gepöbel gibt von den Vertretern anderer Parteien. Es heißt, wir seien nicht regierungsfähig, weil wir keine Waffenexporte wollen, weil wir die Auslandseinsätze der Bundeswehr ablehnen, weil wir abrüsten statt aufrüsten wollen. Aber die Wahrheit ist, Waffenexporte, Auslandseinsätze, das wird von einer Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt, wie von uns. Wir sind und bleiben die einzige konsequente Friedenspartei. Es ist unsere Aufgabe, immer wieder zu sagen, dass Kriege immer wieder neue Kriege bedeuten und eben keine Lösungen bringen. Und ich will nur ein Beispiel nennen, den Einsatz in Afghanistan, erschreckendes Beispiel. Ich meine, wer spricht denn heute noch von den tausenden toten Zivilisten? Wer spricht von dem Leid der Menschen? Wer spricht von den 58 deutschen Soldatinnen und Soldaten, die ihr Leben gelassen haben? Nein, wir bleiben dabei, und das ist richtig so. Krieg ist kein Mittel, um Frieden zu schaffen, Genossinnen und Genossen. So, ja. Genossinnen und Genossen, ich habe euch jetzt einen kleinen Einblick gegeben in die Arbeit der Bundestagsfraktion, und ich möchte die Gelegenheit gerne nutzen, all unseren Abgeordneten die letzten gut dreieinhalb Jahre für unsere gemeinsame Sache gekämpft und gestritten haben, von Herzen zu danken. Und ja, genau, da kann man noch mal klatschen. Danke an die engagierten Genossinnen und Genossen. Ich meine, natürlich gab es auch mal Konflikte, aber unsere Bilanz, das finde ich ganz klar, die kann sich wirklich sehen lassen. Und ich möchte sagen, es ist mir wirklich eine Ehre, Teil unserer Linksfraktion zu sein. Und mit Dietmar Bartsch habe ich wirklich einen tollen Co-Vorsitzenden an meiner Seite. Und du, lieber Dietmar, hast mit Janine jetzt eine tolle Co-Spitzenkandidatin an deiner Seite. Ich kann euch versichern, die Linksfraktion steht hinter euch. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns jetzt alle zusammen für ein gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl kämpfen. Ich glaube fest an uns. Die Zeit dafür ist jetzt. Vielen Dank.